Katja Rothfeld. Die gönnt sich ein paar Canapés und flirtet mit Justus. Okay. Nein, das nicht. Nimm das hier, ja? Du willst Joris Kleid zurückhalten? Wir hatten abgemacht, keine neuen Modelle. Also bleibt das Kleid unter Verschluss. Rebecca, glaubst du wirklich, dass er das nur gemacht hat, um dir die Show zu stellen? Warum denn sonst? Er weiß ganz genau, dass meine Modelle alle bekannt sind. Wenn er mit was Neuem kommt, dann bekommt er die volle Aufmerksamkeit. Rebecca, das ist doch klar. Vielleicht ist es auch einfach nur zufällig mitgeliefert worden. Nein, das war mit voller Absicht. Jetzt ist er auch noch zu feige, hier aufzutauchen und dazu zu stehen. Der steckt bestimmt einfach nur im Berufsverkehr fest. Die Ausrede habe ich vor Lotti auch schon benutzt. Ich habe ihn auch noch gedeckt, ich doofe Kuh. Da wusste ich auch noch nicht, mit welchen Tricks er spielt. Wo ist Juri? Wenn man vom Teufel spricht. Schön, dass Sie es doch noch möglich gemacht haben. Tut mir leid. Wie weit sind wir? Ach, danke, dass du dich um alles gekümmert hast. Okay. Das da siehst du ihr an. Komm mit. Heißt das, wir können doch noch auf den Kopf der neuen Kollektion hoffen? Lass mich überraschen. Und denk dran. Heute geht es nicht darum, schön auszusehen. Das ist ein Kampf. Vandalen gegen Hausherren. Anna! Tut mir leid, sie ist bei einem Shooting. Ja, das kann den ganzen Tag dauern. Ich werde Rebecca ausrichten, dass sie angerufen haben. Ja, los, bewegt euch ein bisschen. Zieh einmal an den Haaren. Ja? Nein, nicht so! Komm, pack sie. Zieh richtig. Ich will, dass du kämpfst. Du bist eine Kämpferin. Entschuldige, wenn das ein bisschen mehr authentisch ist, dann muss das so sein. Los! Hey, du musst dir das nicht gefallen lassen, ne? Greif sie ruhig auch an. Was soll ich denn machen? Ja, was ist das? Ich ziehe die Tasche über den Kopf. Ja! Das Kleid muss nach vorn. Die Models müssen die Position wechseln. Ja, super, super. Was? Das Kleid muss mehr zur Geltung kommen. Rindermacht. Schluss! Wie haben Sie es geschafft, in so kurzer Zeit ein so aussagekräftiges Kleid zu zaubern? Ein gutes Team. Eine gute Assistentin ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Bin ich seine Assistentin? Kindermacht! Super, gib mir mehr davon. Los! Kommt ihr bitte? Wann können wir die ersten Bilder sehen? Ich setze mich gleich mit dem Fotografen zusammen. Und sobald wir eine Auswahl getroffen haben, werden Sie die Fotos bekommen. Gut. Ich wollte mich noch von Juri verabschieden. Tja, ich fürchte, der ist schon gegangen. Der hat bestimmt noch einen ganz wichtigen Termin. Wunderbar. Ich sag ja immer, ein wahrer Künstler ist auch immer etwas ungehobelt. Und dafür lieben wir sie doch, nicht wahr? Ja. Arschloch. Hey. Bist du ja wieder. Ich hab frische Luft gebraucht. Oh, lief das Shooting nicht gut. Kümmerst du dich bitte um den Rücktransport der Kleiderständer? Mhm. Lotti Rothfeld hat angerufen. Was? Ja, die Fotos gefallen ihr so gut, dass sie beschlossen hat, sie aufs Cover zu setzen. Nein. Ja. Das Drucklayout, wir sie per E-Mail setzen. Vielleicht ist es ja schon da. Ja, komm, wir gucken. Entschuldigung, ich hab nicht mehr das was rein. Da ist eine Mail. Frischer Wind. Juri Adam krempelt LCL um. Boah. Der Typ hat's ja echt drauf. Weißt du, dieser Typ, der ist einfach so selbstverliebt und egozentrisch. Der stand einfach nur da, hat mich angesehen, als wäre ich so eine hysterische Kuh, die sich aufregt, weil sie nicht im Mittelpunkt steht. Hey, das ist doch immer das Gleiche. Diese Typen machen Fehler und tun dann so, als hätten wir uns das alles nur eingebildet. Und am Ende sind wir diejenigen, die alles falsch gemacht haben. Zweite Killer, bitte. Es beruhigt mich, dass du das auch kennst. Hallo? Jede Frau kennt das. Aber frag dich bloß nicht, ob Juri zu Hause sitzt und sich vielleicht denkt, ob er einen Fehler gemacht hat. Ja. Weißt du, der macht die ganze Zeit auf netten Kollegen, ja, und Teamgeist und so. Und dann zieht er sowas ab. Danke. Was Juri da abgezogen hat, das geht gar nicht. Und wenn du das gewusst hättest, hättest du auch ein neues Teil entworfen. Na, in einer Nacht.
Jetzt lass dich von dem nicht so verunsichern. Du bist gut. Du bist mindestens genauso gut wie er. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie dieser Typ tickt. Und einen Fehler, ihm zu vertrauen, mache ich nicht nochmal. Ja, sag's ihm, Baby. Aber hallo, der kann sich warm anziehen. So gefällt's mir.